Hi, hallo und willkommen zu einer weiteren Episode Fuindrats uninteressanter Plauderstunde. Und das Thema zum zweiten Pups ist Minecraft und seine Updates, Dinge, die unbedingt geändert werden müssen. Wie üblich behandle ich nur meine Meinung und von daher seid ihr anderer Meinung? Ab damit in die Kommentare. Aber bleibt konstruktiv. Danke. Punkt Nummer 1. Bitte, Mojang, schmeiß den Creeper aus dem Spiel. Danke. Dieser grüne Selbstmordattentäter, der aus einem verbackten Schweinestand, nervt einfach nur. Ich meine, das ist ja, was sich Notch einfallen lassen hat. Hey, das Schweinemodell ist falsch rum. Ich färbe es einfach mal in grüne Tarnfarben ein und lasse den Mob beim Spiel explodieren. Das wird allen gefallen. Gah. Falsch. Der einzige Sinn für Creeper sind Schwarzpulver und unter speziellen Bedingungen, also wenn er von einem Skelett erschossen wird, Schallplatten zu bekommen. Beides kann man ändern. Schwarzpulver craftbar machen aus Kohle bzw. Kohlenstaub und Schwefelsulfid, also einem neuen Erz. Und Schallplatten nur noch findbar. In Dungeons oder anderweitigen Truhen. Fertig! Und ja, mit dem Creeper würde das im ikonisch Gesicht Minecraft verschwinden. Und Notch würde sich im Grab umdrehen, wenn er nicht noch leben würde. Aber das mal so nebenbei. Es ist eben alles im steten Wandel, auch Minecraft. Punkt Nummer 2. Ersetzt die Ertrunkenen. Danke. Es mag zwar noch relativ neuer Mob sein, aber ich finde es trotzdem seltsam, allein wie dieses Ding erfunden wurde. Es ist völlig unlogisch. Ein Zombie ertrinkt und wird so zur gammligen Wasserleiche. Es gibt nur ein winziges Problem. Wie kann ein Untoter, der nicht atmet, bitte allen Ernstes ertrinken? Es hat mich immer gewundert, wie Zombies ersticken konnten. Und die Ertrunkenen sind noch absurder. Warum hat man nicht von Anfang an auf Meermenschen oder Nixen gesetzt, wenn man unbedingt aggressive mit Dreizack bewaffnete Mobs haben wollte? Und nebenbei, hätte man diese Villager- und Pillager-Sache nicht auch im Meer machen können? Wie wären Unterwasserdörfler rund um einen Akquisitor mit friedlich handelnden Meermenschen und fiesen Meermenschenbanditen? Wäre doch was, oder? Das wäre doch was. Zumindest kreativer als der Blödsinn, noch eine Zombie-Sorte einzuführen. Auf zu Punkt Nummer 3. Mehr Höhlenvariation, bitte. Danke. Hast du eine Höhle gesehen, hast du alle gesehen. Große Höhlensysteme variieren zwar etwas in ihrer Richtung, ihren Raum und den zu findenden Ärzten, aber das war's auch schon. Klar, es gibt noch Stollen, aber auch die sind im Grunde genommen immer gleich aufgebaut. Wie wären Balken in verschiedenen Holzarten, statt immer nur Eichenholz? Zauberwort biomabhängig. Es wunderte mich schon immer, wie man unter einer Wüste Holz finden konnte, statt, warum gibt's das überhaupt? Naja, also Holz, das im Biom darüber vorkommt, wird auch in den Stollen verwendet. Ist doch ganz einfach, oder? Dasselbe auch für Höhlen. Wiesenbiome würden Entstehung von Tropfsteinhöhlen begünstigen. Als Beispiel. Weitere Ideen wären Pilzhöhlen mit Myzel und leuchtenden Pilzen, Knochenhöhlen mit Skeletten und Skelettpferden, Magischhöhlen mit veredelten Blöcken und höheren Chancen auf verzauberte Beute. Und vielleicht Kristallhöhlen mit neuen Kristallen? Wäre doch mal etwas, das das Erforschen verbinden, verbessern und erfreulicher machen würde, oder? Naja, Punkt Nummer 4. Alles auf 64 stapeln. Danke. Welchen Sinn hat es, dass alle Sorten Gestein auf 64 stapelbar sind? Eier oder Schnee nur auf 16 und Tränke, Ambosse oder gefüllte Eimer jeweils ein Slot blockieren pro Stück. Was hat man sich dabei gedacht? Beim Terraria kann man doch auch alles auf 999 stapeln. Und siehe da, es geht auch. Statt das Spiel mit noch mehr Features vollzustopfen, sollte man endlich mal eins der ältesten Probleme wie dieses fixen und alles auf 64 stapelbar machen. Wenn man schon nicht höher gehen will. Schalkerboxen sind eine Methode, um das Platz im Inventar zu sparen, aber am grundlegenden Problem ändert sich das ja auch nichts. Und jetzt Punkt Nummer 5. Muss Redstone wirklich immer rot sein? Der letzte Punkt befasst sich damit, dass Redstone-Staub, wie es der Name bisher sagt, rot war. Frage,
Warum gibt es keinen bunten Redstone-Staub? Sinn des Ganzen wäre es das problemlose Überschneiden von Redstone-Schaltkreisen bei komplizierten Redstone-Konstruktionen und damit einiges zu erwartender Platzersparnis. Zumindest wenn man immer nebeneinander einen Meter frei sein muss. Es wäre auf jeden Fall einige Überlegungen wert, finde ich. Naja, wie dem auch sei, das soll es denn an dieser Stelle erst einmal gewesen sein. Lasst mir doch entsprechendes Feedback da, empfiehlt mich weiter, über ein Abo würde ich mich freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde Fuhndrahts uninteressanter Plauderstunde wieder. Bis dahin und tschüss.